Herzlich willkommen. Heute darf ich über folgende Themen berichten: angepasste Öffnungszeiten, Freilandeier Hans Bauer, Hochwasserschutz, Cyberkriminalität, Osterwoche, das erste Jahr ist voll. Bekanntlich hat unsere Gemeinde von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr Parteienverkehr und Sie können Ihre Anliegen direkt an unsere Sachbearbeiter richten. Wir haben nun auch am Dienstag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr eine Möglichkeit geschaffen, dass Sie am Nachmittag ohne Termin Ihre Amtswege erledigen können. Montag, Mittwoch und Donnerstag stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen am Nachmittag gegen Terminvereinbarungen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Kurz vor der Ostersaison besuchen wir heute den Betrieb von Heidi und Hans Unterlechner in Kötzing. Wie viele Eier hat man denn noch eigentlich so am Tag? Ich meine, irgendwo hat es einmal geheißen, ein Ei pro Hähn, ist das noch so? Eigentlich ist es so oder sollte es so sein. Weil wir haben da drin bei den 1200 Hühnern haben wir ca. 1000 Eier am Tag. Das ist, ich sage einmal, 90% Legeleistung. Sind sie brav? Ja. Ja, sehr brav. Schlafen tun die Mädels alle da oben. Das geht sich schön aus mit den 1200. Und das Wichtigste, was bei uns ist, sie werden über das Lichtprogramm oben gesteuert. Das heißt, um 4:30 ungefähr schaltet die erste Reihe Licht ein. Die ist noch so schwummrig, dämmrig. Das heißt einmal munter werden. Ja, nach einer halben Stunde kommt dann die zweite Reihe. Das ist circa oben Nest herum. Das heißt dann echt aufstehen, legen gehen. Das haut eigentlich gut hin und dann hat die Hähne vor dem Legen einen eigenen Rhythmus. Das heißt jetzt, sie kommt von der Stange runter, das erste was ist, sie fängt einmal mit dem Futter an. Da sind die gelben Häfen dahinter, da ist alles Futter drinnen. Wir haben da hinten jetzt die Nesteln. Wir haben da 20 Stück. Eins ist circa einen Meter breit. Da fühlt sie sich ziemlich wohl. Wir haben da eine Fuhrhangeln vor, damit sie in Ruhe die Eier legen können. Ja, und nach dem Fressen, nach dem Trinken hucken sie eine. Dann verrichten sie seine Hauptaufgabe, das ist das Eierlegen. Die fangen um 4:30 und zum Legen in der Fuhr. Legen dann so ungefähr bis um 9 Uhr. Um eine gewisse Uhrzeit macht das Nest dann einfach zu. Das klappt vor und es kommt da kein Dreck mehr rein und das Ei rollt aufs Förderband ab. Die Eier kommen jetzt da raus. Ich nehme sie, gebe sie aufs Sortierband auf. Ja, man sieht, sie sind echt sauber, es kommt kein Dreck dazu. Und die Sortiermaschine hat die Aufgabe, dass sie noch Gramm wiegt. Das heißt, das ist jetzt die Reihe L, M und dann gibt es S. Da ist ein Waag drinnen, die wiegt sie. Und ich sortiere sie dann herunter, eben so wie es unsere Kunden brauchen. Eier sind eine hervorragende Quelle lebenswichtiger Nährstoffe und gleichzeitig hochwertige Eiweißlieferanten. Und so sehen wir kämen auf einen vollautomatischen und auf einen vollklimatisierten Legehennenstall, wo die Stallhalle eine Seeboner Firma gemacht hat. Das ist natürlich unser Riesenanliegen. Und ja, es ist ganz eine einfache Geschichte im Prinzip. Wir haben gerade eine Temperatureinheit, eine komplette Überwachungs- und Alarmeinheit. Das Nest und Licht und auf der anderen Seite die Wasserversorgung. Es ist so, dass in einem modernen Legehennenstall, so wie unser ist, alles im Prinzip Alarm und abgesichert ist. Ja, der Strom ist natürlich ein Riesenthema, eben, speziell die Ventilatoren. In dem Fall da haben wir eine Kaminabsaugung und haben wir uns vor 2 Jahren entschlossen, dass wir eben in der Spitzenzeit, so wie es im Sommer über Mittag ist, wo die Ventilatoren auf Hochtouren laufen, dass wir unseren Strom selber produzieren. Und ich kann das nur jedem empfehlen, das widerspiegelt auch unseren Gedanken, diese naturnahe Produktion, auch dass wir da schauen, dass wir unseren Beitrag nach Möglichkeit auch gegenüber der Umwelt leisten können. Ja, wie du auch eben richtig sagst, das ist der erste Stall. Wir haben genau eben 2 augengleiche Anlagen und haben einen Wechselintervall von genau einem Jahr circa.
Eier enthalten alle wichtigen Vitamine, darunter Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und verschiedene B-Vitamine. Zusätzlich finden sich im Ei die Spurenelemente Zink, Eisen und Selen sowie viele Antioxidantien. Ja, ein kleiner Starbäh, das ist ja der Gustl. Ja, jetzt habe ich gedacht, es gibt Bleihähnen, aber es gibt ja doch auch größere Tiere. Nein, ja, das ist, ja, der gehört einfach zur Familie dazu. Wenn der nicht war, so ging er einfach was ab. Ja, du hast du gerade auch Geschichten erzählt, wie das am Abend geht mit der Tierab, wenn es der Tierab mehr herkommt. Ja, der Gustl macht auf Nacht seine Kontrollgänge, so wie es üblich ist, für einen ordentlichen Mitarbeiter auch, gell? Und da kann es schon mal vorkommen, dass er die Heidi beschäftigt, mehr mit dir zu machen, weil er macht sie dann selber auf und wenn es nachher nicht mehr taugt, dann macht er sie auch wieder selber zu. Böse Zungen in Kötzing behaupten, die Heidi hat zwei Esel, ich hab leer. Man kann bedenkenlos jeden Tag ein Ei genießen. Wenn Sie wollen, auch zwei oder drei. Na, bravo, gell? Aber es gehört ja sehr viel Liebe dazu, zu der Arbeit. Hat man jetzt auch gesehen, wie ihr das macht, wie schön ihr das harmoniert. Ja, da bleiben ja Eier übrig, da macht man dann vielleicht auch andere Produkte. Ich glaube, ich habe ja da auch nichts, genau, was ihr so macht. Genau, ja. Wir machen mal zum Beispiel mit den Brucheiern, mache ich einen Eierlikör. Da habe ich vielleicht 20 am Tag. Das ist normal, dass man die Brucheier hat, gell? Und eben die Schwiegermutter macht für den Landmarkt die ganzen Kuchen. Ja. Also da ist alles drin. Und jetzt in der Zeit mit vor Ostern kann man wahrscheinlich bei euch bunte Eier kaufen. Genau, die Ostereier, das ist wieder eine Challenge für mich. Genau so ist es. Ich fange zum Beispiel in 2 Wochen zum Ostereierfärben an. Ja, da geht ein paar Nachtschichten drauf. Aber ich sage immer, zur Osterzeit wird einfach Schlaf überbewertet und da müssen wir durch. Das ist das Hauptgeschäft für uns. Ja, es geht eine Menge Ostereier weg. In weiterer Folge haben wir dann gemeinsam mit 12 anderen bäuerlichen Betrieben in Kleinstraßen ein Selbstvermarktungshäsel organisiert. Haben wir zusätzlich noch 2 Selbstbedienungshäsel, die wir direkt auch beliefern. Und sind wir natürlich auch sehr stark im Einzelhandel vertreten, wo wir glaube ich außerheben können, dass wir bei Nadek Haller in Seebohn von Anfang der ersten Tage an und natürlich auch mit der Sparhandelsgesellschaft. Da haben wir in ganz Oberkärnten Lieferverträge und schauen wir, dass wir das alles ordentlich bedienen können. Ich habe es erzählt, ihr habt in größeren Geschäften eure Produkte, ihr habt in Grandschum, ist ein selbstvermarkter Häusl, aber ihr habt es selber auch eins, oder? Ja, entgegen vieler Meinungen und Ratschlägen haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ein ISB-Häusl machen. Wir vertrauen unseren Kunden, dass das mit der Abrechnung gut funktioniert. Wir die Kunden uns vertrauen, dass die Ware passt. Und ich muss sagen, danke noch einmal. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Das funktioniert perfekt. Und die Leute haben die Möglichkeit, dass sie eben rund um die Uhr bei uns Eier kaufen und ein paar andere Produkte haben wir auch noch drin. Und das eben dann genießen können. Bereits seit 2021 wird teilweise von uns unbemerkt am Projekt Wildbach und Lawinenverbauung Treflinger Bach gearbeitet. Noch bis 2023 werden insgesamt 2,6 Millionen Euro für unsere Sicherheit investiert. Der Gemeindeanteil liegt bei 546.000 Euro. Momentan arbeitet man intensiv an einer Sperre am Oberbach und auch der Endstufe im Klauberpark wird intensiv bearbeitet. Alles zu unserer Sicherheit und Verhinderung von enormen Schäden, die wir ja vor einigen Jahren in Dangern verzeichnen mussten. Schäden können auch durch verschiedene Angriffe über das Internet erfolgen. Stichwort Cyberkriminalität. Genau aus diesem Anlass wird es am 30. März um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Kulturhauses in Seebohn einen Vortrag dazu geben. Herr Hermann Tammecker vom Bezirkspolizeikommando Spital an der Drau wird uns bestens informieren. In der Osterwoche wird es in Seebohn viel zu erleben geben. Am Mittwoch startet unsere Seenixe zur Osternestsuche und am Gründonnerstag ist die Osterhasenwerkstatt bei Familie Schneider angesagt. Alle Informationen finden Sie natürlich auf unserem Veranstaltungskalender. Besonders freue ich mich, dass ich heute mein Seebohn präsentieren darf. Mit der heutigen Sendung machen wir das erste Jahr voll. Unglaublich dankbar sind wir im Team, dass Sie unser Format so gut annehmen. Ein Format, das nur deshalb funktioniert, weil jeder Einzelne im Team seine Stärken einbringt und wir mit großer Freude dabei sind. Wenn Sie heute abschließend ein paar Eindrücke vom Making-of sehen, dann blicken wir hinter die Kulissen und freuen uns gemeinsam mit Balthasar Brunner
Peter Weisensteiner, Johann Zeichen und meine Kolleginnen Daniela Beils und Lisa-Marie Neusternig schon auf das nächste Jahr. Ein ganz besonderes Team, das auch freundschaftlich verbunden ist. Bleiben Sie uns treu und machen wir Seeboden gemeinsam noch bekannter. So wie wenn du die Sonne. Willkommen zu Main Seeboden. Ein für unsere Nachrichten.